Die beiden dienstältesten Trainer der dritten Liga treffen aufeinander. Zwickaus Joe Ennox, gut 4 Jahre im Amt, sein Gegenüber Horst Steffen bei Elversberg seit knapp 4 Jahren. Und die Hausherren aus Elversberg zurzeit mit einer beeindruckenden Saison. 2 Siege in der Liga, Leverkusen rausgeworfen. 7. Minute, Yannick Rochelt. Das Wort Anlaufschwierigkeiten existiert nicht in seinem Wortschatz. Kam im Sommer aus Ulm, dort in der 4. Liga in einer Saison 5 Torbeteiligungen. Und jetzt 5. Torbeteiligung im 5. Pflichtspiel. Und was für ein schönes Tor. Von Beginn an spielt nur eine Mannschaft, und zwar der Aufsteiger aus dem Saarland. Allein in Hälfte 1 hätten sie 4, 5 Tore erzielen können. Lukas Schnellbacher, schöne Bewegung, legt den aber am Kasten vorbei. Die 21. Minute, wieder über die starke rechte Seite und dann das Handspiel von Davy Frick. Schiedsrichter Hildenbrand zeigt sofort auf den Punkt, regeltechnisch absolut okay. Fußballerisch schwierig aus 40 cm den Arm da noch wegzubekommen. Waldrin Mustafa übernimmt das Ganze. Silber scheitert aber am herausragend reagierenden Johannes Brinkis. Tolle Parade von Zwickaus Keeper. Doch am Spielverlauf ändert das gar nichts. Jakobsen, die 30. Minute. Zwickau flippert den Ball im 16er. Der Einzige, der die Übersicht behält, heißt Manuel Feil. Bereits der 8. Torschütze im 4. Saisonspiel bei der SVE. Die haben hier auch das nötige Spielglück. Immer wieder landet der 2. Ball bei den Hausfähren. Feil durch 5 Mann hindurch. Frick fälscht den Ball noch leicht ab. Keine Chance mehr für Brinkis. Wir können gar nicht alle Szenen zeigen. Das Team von Joe Ennox, 2x mehr als 500 Kilometer unterwegs in dieser englischen Woche. Mit vielen Ausfällen absolut nicht auf Augenhöhe. Auch nicht in Hälfte 2. Schnellbacher zum 3:0. Und das ist in der Höhe absolut verdient zu diesem Zeitpunkt. Geht aber auch viel zu einfach. Mustafa köpft sich den Ball selber vor. Schnellbacher vollendet den Job locker, lässig. Einer der überragenden Akteure auch beim Pokalsieg gegen Leverkusen. Das weiß auch Horst Steffen. Nur 3 Minuten nach diesem 3. Treffer. Die 56. Minute. Shahin Rochelt. 2 Stationen. Schnellbacher, Spitzname Schnelli. Und warum, sieht man hier. 4:0, bereits die 7. Torbeteiligung des Topscorers der Liga. 4. Treffer noch dazu, 3 Vorlagen. Der ist überragend in Form. Frick zu langsam, Brinkis ohne Chance. Zwickau hat in der Folge noch die ein oder andere Chance, aber alles in allem ein überragender Auftritt von den Hausherren. Mustafa in Hälfte 1, 200%ige liegen lassen und dann bekommt er doch noch seinen Treffer. 5:0. Bereits das 13. Saisontor der besten Offensive der Liga. Die hatten zwischenzeitlich auch noch einen Pfostenschuss. Absolut beeindruckend, das Team von Horst Steffen. Es war schön anzusehen, dass wir endlich auch ein Heimspiel wieder in der 3. Liga gewonnen haben. 3 Siege aus 4 Spielen, das ist sicherlich eine tolle Bilanz. Und wie wir gespielt haben heute, ist sehr zufriedenstellend. Ja, wir waren bodenlos heute. Das heute, und ich spreche nur von heute, hat nichts mit 3. Liga zu tun. In allen Bereichen nehme ich mich auch selber mit rein. Wir kamen immer einen Schritt zu spät. Elversberg hat das sehr, sehr clever dann auch ausgespielt nach vorne. Haben da ihre Qualitäten, aber wenn man es ihnen so anbietet, verliert man ja auch zu Recht 5:0. Und es hätte auch noch höher ausgehen können. Elversberg ist die Überraschung der noch jungen Drittligasaison. Und in dieser Form muss sich auch Dynamo Dresden gegen den Aufsteiger warm anziehen.